Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Por FC hier auf unserem Kanal. Jetzt gerade für 2 Minuten und ein bisschen nachkommentiert, weil ich euch die Free Packs über die Woche zeige, die ich so geöffnet habe. Ich weiß die meisten aus dem Kopf gar nicht mehr. Ich weiß ein gutes noch, das ich gezogen habe, das werdet ihr ja noch sehen, aber die meisten waren so, naja. Ich habe das Offline-Turnier von diesem Pokal, der da jetzt die letzten Wochen draußen war, mit den 18 Nationalitäten, habe ich offline 7-mal gespielt, weil das ein 50k-Set gibt und noch andere Packs, die ihr dann nachher im Live-Teil seht, weil ich dann noch eben diese Packs öffnen werde und Squad-Builder mache. Dadurch habe ich den Account ziemlich geboostet, wie gesagt. Viele Packs und vor allem viele Coins. Ich glaube insgesamt 40.000 oder sowas, also echt viel. Aber es wäre dumm, wenn man das nicht macht, weil ganz ehrlich, Profi ist halt sau einfach und ja, hier zwischendrin natürlich das Frankfurt-Trikot muss abgestoßen werden. Ja, so einen Scheiß kann ich nicht in den Verein nehmen. Aber ja, deswegen 40k und ein paar Sets und das hat dem Account doch ordentlich geholfen. Das waren jetzt, was weiß ich, grob 40 Spiele oder sowas. Hat halt gedauert, über 9 Stunden. Aber naja, hier das Beste, was wir gezogen haben, Christian Benteke. Auf jeden Fall nicht schlecht, aber dann werden wir jetzt gleich sofort in den Live-Teil springen. Ich glaube, ich habe tatsächlich über die Zeit keine Niederlage bekommen, also es sind nur Siege dazu gekommen. Ja, hier sieht man schon viele von den Packs, aber da hatte ich noch nicht alle, meine ich. Ich hoffe, dass EA in nächster Zeit sowas öfter macht mit den Turnieren, weil dann werde ich die wieder auf diesem Account zu suchten, weil es echt hilft. Aber dann springen wir jetzt gleich sofort in den Live-Teil und in den richtigen Teil des Videos. So, dann kommen wir jetzt zum Live-Part dieser Folge. 5 Packs haben wir, ja. Und davon sind 2 50k-Packs, meine ich. Sind das gerade 3 50k-Packs? Rare Players Pack. Ach nee, Rare Gold Pack und dann. Okay, ich war gerade nur verwirrt. Wir fangen aber mit dem 7,5k-Set an. Und je nachdem, was ich hier in den Packs bekomme, ich hoffe, dass da eine sehr, sehr, sehr geile Karte dabei ist. Vielleicht nicht zwingt ihn. Aber eine sehr... Nein, das ist genauso wie das Frankfurt-Shirt. Das werde ich niemals in den Verein hier packen. Und die wir dann ein Team bauen können. Oder sonst weiterhin Premier League-Spieler. Weil... Naja... Mit Benteke und sowas habe ich jetzt ja schon ein paar Premier League-Spieler. Die 50k-Sets werde ich mir natürlich aufheben. Oh, Gaia. Naja, aber Verträge und sowas, das ist ja ganz gut, obwohl das Pack jetzt nicht so geil war. So, Premium Gold Players Pack. Jetzt wird's gleich ernst. Gleich kommen die 50k-Sets. Oh. Oh, hätte das nicht irgendwie Buffon sein können, die Rekordbrecherkarte. Bis jetzt, ja, Wimmer, gut, den habe ich viel benutzt. Turm kann man benutzen, aber sonst. Naja. 250k-Sets, das wäre so geil, wenn wir in denen was Gutes bekommen. Ich mache das erst jetzt einfach auf. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Felipe Luis. Nani. Wow. Wow, okay, Okori, ja, ein guter Innenverteidiger. Ein paar Spieler, die man benutzen kann, aber nichts Geiles, leider. Es hilft dem Club, ja, wir werden gleich nochmal ein bisschen durch den Club gucken, aber abgesehen davon, ich glaube, ich werde das skippen. Ja, ich skippe das, ja. Skip. Benzema ist gut, Roberto Firmino hat auch was. Ja, vielleicht müssen wir da doch in die BBVA umbauen. Und erstmal ein Team um Karim Benzema machen. Mit Benzema bin ich zufrieden. Ganz ehrlich. Ich wollte ursprünglich erst ein Team mit Benteke bauen. Aber ich denke, dass Benzema eher ein
ein Spieler ist, um den man ein Team bauen kann. So, wir gucken jetzt nochmal in den Verein. Leroy Fur werde ich behalten, weil guckt euch mal die Stats an. Ich weiß, das war alles offline, aber die Karte, die hat nur 450 Coins gekostet, die wird für immer in dem Verein hier bleiben. Habe ich eine sehr, sehr, sehr niedrig bewertete Karte gezogen. Ja, und dann kommt hier Benzema, Benteke gezogen und wow, das sind schon mal drei ziemlich geile Spieler aus der spanischen Liga. Vielleicht mache ich, und Ronny DeMarcus auch noch, Gaia. Also da baut sich für mich schon so das halbe Team ja zusammen. Vielleicht mache ich dann tatsächlich ein Premier League Team und ein Team aus der spanischen Liga, weil das bietet sich von den Spielern her zumindest im Moment ziemlich an. Aber das war es dann auch so mit den besonderen Spielern, die ich habe. Aber ich denke mal, dass sie hier jetzt noch schnell einen Squad-Builder mit reinpacken, ja. Zumindest ein Team bauen, weil sonst wird das Video doch ein bisschen arg kurz, finde ich. Es ist aber die Frage, was wir für eine Aufstellung benutzen wollen für Benzema. Ein 4-3-3. Also eigentlich bräuchte ich was mit... Eigentlich müsste ich das hier benutzen. Weil, so, Benzema. Dann habe ich Krychowiak. Dann habe ich... Oh, ich habe sogar auch Gaia. Aber ich benutze erstmal Felipe Luis. Rechts der Marcus. Habe ich hinten einen Innenverteidiger aus der spanischen Liga? Nee, aber gute aus der englischen Liga. Habe ich einen Torwart? Nein. Ein zentrales Mittelfeld? Nein. Warum mache ich nicht einfach mal... So. Godin könnte ich benutzen, auf jeden Fall. Fuego, wenn es hart auf hart kommt. Bebe wäre auch eine gute Idee. Weil der sieht ziemlich gut aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel doch umstelle und auf... Ja, die eine Aufstellung, die haben wir schon benutzt, deswegen... Jetzt die hier zum Beispiel nehmen. Bebe dahin. Ah, Godin könnte ich noch ein bisschen benutzen. Und dann könnte man mal gucken, wen man so kauft. Als offensives Mittelfeld zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja 40k, ne? Das ist ja echt nicht wenig. Deswegen, es hat sich wirklich gelohnt, das Offline-Turnier zu spielen. Ich guck mal, für wie viel man den bekommt. Weil wenn das 2-3k sind, ganz ehrlich, die kann ich bezahlen. Ah, 2200, 2300. Mit schön vielen Verträgen. Dankeschön, nehme ich gerne. Isco ins offensive Mittelfeld. Muss ich mal überlegen, wen ich links und rechts nehmen kann. Linkes Mittelfeld und dann spanische Liga und Gold. Jesse Rodriguez wäre eine Idee. Konoplyanka. Boah, und das wären dann wahrscheinlich die beiden, zwischen denen sich das entscheiden würde. Ich habe mit Konoplyanka tatsächlich noch nicht viel gespielt und ich glaube tatsächlich... Oh, wobei, der kostet auch nicht viel mehr als... Ich guck mal, wie viel Konoplyanka ist. Kono... So. Weil wenn ich den für 2k oder sowas bekomme, nehme ich den. Ich habe gerade relativ Glück mit den Spielern tatsächlich. So. Linkes Mittelfeld. Ein rechtes Mittelfeld fehlt jetzt noch. Nein, ich wollte doch gar nicht zurück. Rechtes Mittelfeld und spanische Liga. Und hat 2k, so jetzt auch noch direkt. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert von, weil ich doch gerne ein bisschen Pace hätte, weswegen ich Ada Turan nicht benutzen würde, aber so 66 Schuss oder 68 Schuss ist mir dann doch auch ein bisschen zu wenig. Susueta. Carlos Vea, aber der ist im Moment ziemlich teuer. Dadurch, dass er eine Stürmerkarte hat, leider.
Außerdem ist, glaube ich, Carlos Vela nicht von Anfang an ein rechtes Mittelfeld, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß ja nicht, ich kann ja mal gucken, wie viel die rechte Flügelkarte kostet. Feghouli, Vela. Ah, Bale wäre jetzt natürlich. Inaki Williams. Wie heißt denn, da gibt es noch ein. Das war eine Upgrade-Karte, da muss ich jetzt mal gerade gucken. Unter den Konzeptspielern. Nee, ist tatsächlich ein rechter Flügel. Hier nicht mit bei. Da! Bakali. Das ist die Karte, die ich mir holen werde. Der dürfte auch nicht allzu teuer sein. 1000 Coins nicht. 1500. Oh ja. 1200. Oh, boah. Alter Schwede. Nee, 1000 habe ich ja schon gesucht. Also 1100. Ah, okay. Nein! Jetzt. Einer mit ein paar Verträgen. Ich glaube, da war eben sogar einer mit 13 oder sowas. Auf der ersten Seite mit 12. Sonst einer mit einem Chemie-Style. Nee, dann nehme ich den mit den Verträgen. Wo auch immer der jetzt hin ist. Da. So, ich weiß, der hat jetzt auch nicht so mega viel Schuss, aber ich weiß, dass die Karte gut ist und dass der besser schießt als das bisschen Schuss, was der da hat. Einen Innenverteidiger brauchen wir noch. Einen Innenverteidiger und einen Torwart, meine ich. Godin wäre eine Idee. Pepe ist nicht teuer. Ach, Merit Laporte wäre wahrscheinlich mit das Klügste. Ich weiß noch nicht, wie viel. Oder Mathieu. Ich glaube, ich werde mir Mathieu kaufen. Und dann, wenn die Verträge von Godin abgelaufen sind, dann werde ich mir Laporte noch dazu holen. 1000. Wow. Unglaublich, wie günstig die ganzen Spieler sind. Na, 1100 ist dann doch wieder zu wenig. Bezahle ich lieber 100 Coins mehr und habe ein paar Verträge und ein bisschen Fitness. Ah, der sieht ganz gut aus, aber hat halt wenig Fitness. Der hat viele Verträge und relativ vernünftige Fitness. Aber ich gucke nochmal schnell durch. Oh ja, hier. Perfekt. Und jetzt noch ein Torwart. Ist die Frage, wen? Am liebsten würde ich mir eigentlich den Upgraded Keylor Navas holen. Aber der hat im Moment eine Informkarte. Von daher wird die Karte. Oder ich hole mir einfach Diego Alves. Damit sollte ich nicht allzu viel falsch machen. Ja, 1100 Coins. Ja, auf jeden Fall Diego Alves. Weil vielleicht bekomme ich ihn sogar. Nein, nicht Dani Alves. Für ein bisschen weniger. Tausend Coins für diese Karte. Das ist unglaublich. Nein! Damit haben wir das erste Team durch, was A sieht das Team ziemlich gut aus. Ja, und B auch noch kaum Coins dafür bezahlt. 8k oder was waren das jetzt? Nicht mal ganz. Aber ich denke, ich werde auch noch schnell das Premier League Team machen. Natürlich habe ich jetzt das gelöscht. Und jetzt gucke ich mal gerade Premier League. Benteke, Firmino, der kann rein. Heißt die Frage, ob ich lieber Ogbonna, Okoure oder also wen ich von den dreien benutze. Cameron ist auch noch ein ziemlich guter. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich den rechts von den Spielern nicht benutzen werde.
Hier werde ich dann jetzt aber ein 4-3-3 machen, aber das mit einem offensiven. Dann Benteke. So, und wen von denen habe ich mehr benutzt? Okay, die beiden haben mehr Verträge, dann werde ich auch Bonner und Okoro benutzen. Und ein Bemba, ja, der kann wegen der Fitness hier erstmal mit hin. So, dann wollen wir mal gucken. Weg. Rechtsverteidiger Premier League. Ach, ich suche immer noch 1000 Coins, nicht mehr. Ja. Damian Bellerin wäre geil, aber der ist so teuer. Kyle Walker. Oh. Wenn er nur 2000 kostet, dann wird der Spieler sein, den ich benutze. Auf. 1900. Tor. 1800 Coins. Unglaublich. Ah, was sind das denn alles für Scheißkarten? Obwohl das eigentlich egal ist, weil ich der Mannschaft auch einfach eine Fitnesskarte auf die Augen drücken könnte und dann wäre gut. Also sollte das damit gehen. So, Rechtsverteidiger. Dann brauchen wir jetzt einen Linksverteidiger. Oh nein, Premier League. Aber da war Luke Shaw mit bei. Das wäre zum Beispiel schon... Wenn ich mir Azpilicueta für den Preis holen kann, dann hole ich mir den. Ja. 1200, 1300, 1400, 1500. Ja. Irgendwo einer mit ein bisschen Verträgen. Ich glaube, da war eben sogar einer mit 28, ne? Ne, 24. Da ist auch 24, 23. Wieder 23, wieder 23. 20 da, der hat ein bisschen arg wenig Fitness. Obwohl 23 und sowas ja langen würde. Hier, 24 mit 92 Fitness, das langt mir. So, dann brauchen wir jetzt zwei zentrale Mittelfeldspieler. Eigentlich könnten wir auch mal ein bisschen einen teureren Spieler holen. Weil ich habe die Coins ja. Ich habe jetzt noch 29.000. Also irgendwo werde ich das in irgendeinen Spieler hier ein bisschen investieren. Schweinsteiger ist mir zu langsam. Fernandinho wäre eine Idee, weil der ist sehr, also der hat eine sehr schöne Karte, die ist schön abgerundet. Matic als zentrales Mittelfeld. Ramsey wäre eine sehr gute Idee eigentlich. Ramsey und Fernandinho. Ich weiß, das ist wieder relativ günstig, aber... Ganz ehrlich, das sind gute Spieler und die kosten einfach nicht viel. Also warum sollte ich sie nicht benutzen? Und dann können wir ja mal gucken, ob wir irgendwann trotzdem nochmal eine teure Karte kaufen. Kann man ja immer noch ersetzen. Aber ich wüsste im Moment auch nicht zwingend, was für eine man kaufen könnte. Irgendwie so an einer Inform und für sowas wie Hazard oder sowas ist dann einfach auch doch noch nicht ganz das Geld da. Leider. Ne, den würde ich gerne links. Und wer war der zweite, den ich gesagt hatte? Fernandinho, ne? Fernandinho. 1500, ne? 1700 sogar. 1600? Ne. Keiner mit vielen Verträgen. Also was heißt viel? So. Jetzt brauchen wir noch einen linken, einen rechten Flügel und einen Torwart. Torwart weiß ich ganz ehrlich, wenn ich mir holen. Da werde ich schön langweilig und günstig gehen, aber
Begovic ist dann einfach der besten Keeper in diesem Spiel. Ja, jedes Mal, wenn ich gegen ihn spiele, könnte ich kotzen, echt. Okay, 1200 war genau der Preis. Und er ist so verdammt günstig. Nein. Nein. Irgendwo einer mit so 20 Verträgen. Komm. Da, 22. Und dann können wir jetzt ja doch mal gucken, ob's, also Flügelspieler, am liebsten würde ich mir Shaqiri und Depay ehrlich gesagt holen, aber ich kann ja einfach mal schauen, wen es so gibt. Depay wäre schon gar nicht so günstig scheinbar. Na, wobei 5K. Pedro ist für mich keine Option, ehrlich gesagt. Ich finde die Karte furchtbar schlecht. Bolassie wäre noch eine Idee, aber da hat Depay einfach eine deutlich bessere Karte. Also wäre es dumm, Bolassie zu benutzen. Sterling, ja. Matas Karte ist eigentlich auch, das ist zu langsam einfach. Ach, ich werde mir Depay holen. Von dem weiß ich, dass er gut ist und dann langt das. Vielleicht kriege ich den ja so für 4K oder so. Wäre ja ganz cool. Achthundert, nein. Nehme ich. Und dann rechts, ja, wäre halt der erste, der mir einfällt, Shaqiri. Mal gucken, habe ich den Depay sehr günstig gekauft? Oh, ging sogar. Rechter Flügel und dann die Turbe wäre auch eine Idee. David Silva, aber ich will mir nicht einfach nur eine Karte kaufen, einfach um eine teure Karte zu haben, weil da sehe ich keinen Sinn hinter. Ja, da bleibe ich lieber überpowered und ja, so viel Coins sind es leider auch noch nicht, obwohl ja, so mega viel fehlt auch nicht, aber Mahrez. Ah. Ah. Ich guck mal Spezialkarten. Ah, den könnte ich mir sogar fast leisten, aber das wäre einfach nur dumm. De Bruyne, leider nicht ganz. Nee, nee, nee. Shaqiri. Das wäre echt einfach nur dumm, so eine Informkarte zu holen oder sowas, einfach nur um eine Informkarte zu haben. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel Sinn hinter. Kein Upgrade, ne? Nee. So. Zack. Damit haben wir zwei sehr geile Teams plus noch 18.000 Coins übrig. Wie gesagt, ich wüsste jetzt leider keinen Spieler, den man zwingend jetzt kaufen könnte, müsste. Wie auch immer, der das Team krass verbessern würde oder die Teams. Höchstens jemand anderen als Bakali. Und hier einen Ersatz für ihn hier. Das wären so die einzigen, die mir einfallen würden. So, jetzt machen wir noch. Ich habe hier gerade doch noch ein paar Fitnesskarten bekommen. Benutze ich eine. Ja, die anderen beiden werde ich mir für ihn was aufheben, damit jetzt alle auf volle Fitness erstmal sind. Ja. Meisten haben auch gut was an Verträgen. Abgesehen tatsächlich von den Spielern, die ich gezogen habe. Die haben noch die wenigsten. Aber wenn ich mal jetzt einfach hier unter Verträge gucke. Ja, das ist mehr als genug. Aber damit war es das jetzt erstmal mit der Folge. In der nächsten Folge gibt es dann auch wieder mal Gameplay und nicht nur Packs und Squad-Bilder. Aber die Chancen
Für die Coins und die Packs konnte ich mir nicht entgehen lassen. Aber damit war's das und ciao.